Hi, dieses Video mache ich zum zweiten Mal, weil ich vorhin das Mikro nicht aktiv hatte. Und zwar gibt es neue Informationen zu Hearthstone. Und zwar auf der PAX East wurde ein Add-on, beziehungsweise ich würde es einfach nur als Content-Patch sehen. Der wurde angekündigt und zwar eben dieser Hearthstone-Adventure-Mode. Und es wird Curse of Naxxramas heißen, das heißt, es dreht sich um Naxxramas und vor allem recht viel um Deathrattle, wie man nachher bei den Karten sehen wird. Es handelt sich um ein PvE-Patch, das heißt, PvE, Player vs. Environment, heißt Spieler gegen den Computer, und es wird Einzelspieler sein. Das heißt, man hat halt im Adventure quasi so Rätsel zu lösen, zusätzlich gibt es noch Klassenrätsel zu lösen bei dem Adventure. Also es gibt für jede Klasse eigene Challenge, mit dem man sich Karten freispielen kann. Also die Karten, die man im Adventure freispielen kann, die kann man sich sonst nicht craften, die muss man wirklich im Adventure freispielen. Ich schätze, es wird interessant, lustig, es wird wahrscheinlich nicht allzu lang dauern. Es werden 5 Adventures freigeschalten werden, und zwar in einem Abstand von einer Woche. Das heißt, in 5 Wochen werden die 5 Adventures dann alle zur Verfügung stehen. Das erste wird gratis sein, die anderen kosten Gold bzw. Geld. Wie viel ist allerdings nicht gesagt worden im Interview mit Hardpawn. Es wird eben 30 neue Karten geben, das wird das Interessanteste daran sein. Und ich hoffe, die sind auch im Ranked und Arena zur Verfügung. Ich schätze mal, ich würde allerdings nichts dafür sprechen, dass das nicht der Fall wäre. 5 davon sind schon hergezeigt worden. Mehr oder weniger gut. Also es wird sich sehr viel um Deathrattle drehen, zum Beispiel der Undertaker. Möchte zwar so ausschauen, wie wenn das mit den Synergien vielleicht relativ gut ist, allerdings, wenn man da jetzt das Nerubian Egg anschaut mit Deathrattle für 2 Mana, hat man halt im ersten Zug einen 1-2er, im zweiten Zug hat man einen 2-3er und einen 0-2er, den man so lange ignoriert, bis er gebufft wird. Ja. Also, der Undertaker ist dadurch nicht unbedingt so viel besser. Auch mein Dancing Sword wird jetzt nicht unbedingt so viel besser. Ich glaube, der Undertaker ist nicht wirklich so toll. Der Nerubian Egg ist vielleicht interessanter. Und das Dancing Sword ist ein zweischneidiges Schwert im wahrsten Sinne des Wortes. 3 Mana für 4 ist zwar nicht so schlecht, aber man lässt den Gegner Karte ziehen, wenn er stirbt. Ja, das ist so eine Sache, gegen einen Yeti schaut es nämlich ziemlich schlecht aus. Was man allerdings dabei bedenken muss, die Deathrattle-Effekte kriegt man fast nur weg mit Silence. Und das heißt, man sieht vielleicht ein bisschen mehr Silence. Und man kann sich natürlich das Dancing Sword selbst silenzen. Was haben wir an 3, also für 4 Mana, für 3 Mana an 4 Vierer gibt. Was wiederum recht gut ist. Der Shade of Naxxramas. Den werden wir ziemlich sicher öfter sehen, denke ich. Also ist 2-2 für 3 Mana und Stealth und er kriegt jede Runde +1/+1. Das heißt, er wächst einfach vor sich dahin und man kann nicht viel dagegen machen, weil mit Stealth kann man halt nicht targeten und da braucht man schon relativ viel Random-Schaden oder Flächenschaden, damit man ihn killt nach der ersten Runde. Der Baron Rivendare für 4 Mana 1-7 und die Deathrattle-Effekte werden doppelt geprockt. Das ist so eine Sache, man braucht auf jeden Fall ein Board-Control, weil der Baron Rivendare ist gegen ein paar Minions einfach ziemlich schnell tot und er killt dabei nicht wirklich was mit 1-7. Bis jetzt glaube ich, dass er noch nicht so gut ist, aber wir werden sehen, was da sonst noch für Karten dazu kommen. Eine Karte und ein Effekt von einem der Bosse ist vorgestellt worden, der Heigernde Unclean. Und zwar die Klassenfähigkeit ist für ein Mana 2 Schaden auf den ganz links liegenden Minion zu machen und eine seiner Karten ist für 2 Mana, jeder Spieler zieht 2 Karten und kriegt ein Mana Crystal. Wenn man die Karten so anschaut, also wenn man die Fähigkeit so anschaut, schätze ich, dass man mit einem Mage, mit Mountain Giants, ziemlich gut durchfährt, weil Mindpocalypse lässt einen schneller Pyroblasts ziehen und spielen und auch vor allem auch Mountain Giants stark beschleunigen. Und die Eruption macht nur 2 Schaden, was im Mountain Giant relativ wenig ausmacht. Aber mal schauen, was der sonst noch so kann nachher.
Es wird ein neues Gameboard geben, was jetzt nicht wirklich so spannend ist. Und ja, es hat auch, also ich habe auf Hardporn eben ein Interview gesehen und das größte Problem, was ich an dem Add-on sehe, ist, dass es angekündigt ist für Sommer. Und Sommer kann durchaus noch ein paar Monate dauern. Und das ist leider ein Problem. Also ich glaube, da es ja für Blizzard das erste Trading Card Game ist, merkt man, dass sie offensichtlich nicht bemerkt haben, dass man wirklich schnell Add-ons braucht. Also man braucht relativ regelmäßig und schnell zusätzliche Karten, weil sonst wird es leider nicht so spannend. Aber ich freue mich schon auf den Patch, ich hoffe ihr auch und ich hoffe, man sieht sie bald wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ciao.